Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus in einer Plenardebatte über die Opfer des Breitscheidplatzes zu sprechen, ist zum Teil unfassbar und fällt wirklich am heutigen Tage nicht leicht. Die vergangenen Wochen waren geprägt von den Eindrücken des Terroranschlags. Wir trauern sehr und unsere Gedanken sind bei den Opfern, Verletzten und den Hinterbliebenen. Dazu zähle ich auch Freunde, Arbeitskollegen und Nachbarn, die allesamt mit den Eindrücken und dem Verlust umgehen müssen. Die Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus ist global, unberechenbar und trifft Bürgerinnen und Bürger, Besucher und somit uns alle. Egal, ob es Anschläge in Frankreich, in Istanbul, in Brüssel oder in Berlin sind. Die Täter meinen unsere Lebensweise, unsere Werte, unsere Demokratie und unseren Rechtsstaat, auf den wir wirklich sehr stolz sein können. Und die Wehrhaftigkeit unseres Rechtsstaates ist gerade jetzt gefordert, mehr als je zuvor. Wir müssen uns denjenigen entgegenstellen, die unseren Lebensstil mit Terror zerstören wollen und unsere Werte und unsere von Werten getragene Gemeinschaft spalten wollen. Wir müssen uns aber auch denjenigen entgegenstellen, die aus Terror Profit schlagen wollen und in angeblicher Verteidigung des Abendlandes ebenfalls eine Abkehr vom Rechtsstaat und unserer Demokratie in Kauf nehmen, wenn nicht sogar beabsichtigen. Meine Kolleginnen und Kollegen, wir dürfen bei allen Diskussionen über Folgen von Terrorakten, über die Täter und über die Wehrhaftigkeit jedoch nicht die konkreten Opfer aus den Augen verlieren, unsere Mitbürger und diejenigen, die als Gäste mit Neugier und Erwartungen in unser Land besucht haben und gestorben sind oder verletzt wurden. Bundestagspräsident Norbert Lammert hat dafür in der vergangenen Woche in diesem Hohen Hause die richtigen Worte gefunden. Selbstverständlich ist es unsere Pflicht, den Verletzten, den Hinterbliebenen und auch traumatisierten Augenzeugen jegliche notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Und wir als staatliche Gemeinschaft werden dieser Verantwortung gerecht. Meine Damen und Herren, der heute eingebrachte Gesetzesentwurf macht die Entschädigungen der Opfer zum Thema. Die Bundesregierung hat klargestellt, dass die verletzten Opfer des Hinterbliebenen und die Hinterbliebenen des Lkw-Fahrers Lukas Urban nun die erforderlichen Leistungen je nach Fall erhalten. Sie erhalten Leistungen, zum Beispiel Schmerzensgeld aus dem Entschädigungsfonds über die Verkehrsopferhilfe. Hier werden die Ansprüche gegen den Kfz-Halter oder Eigentümer nun dem Entschädigungsfonds gegenüber geltend gemacht. Sie erhalten Leistungen als Härteleistungen für Opfer terroristischer Straftaten aus den Haushaltsmitteln des Bundestages, die vom Bundesamt für Justiz verwaltet wurden. Und darum geht es ja heute vor allen Dingen, Sie erhalten Leistungen nach dem Opferentschädigungsrecht im Wege des Härteausgleiches. Sie erhalten den ganzen Umfang des Leistungsspektrums, unter anderem einkommensunabhängige monatliche Grundrenten, einkommensabhängige monatliche Rentenleistungen zum Ausgleich wirtschaftlicher und beruflicher Nachteile und weitere Leistungen. Die Opfer und die Hinterbliebenen erhalten Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz, obwohl im Opferentschädigungsgesetz in § 1 Schäden aufgrund tätlicher Angriffe durch ein Kfz ausgeschlossen sind. Das OEG greift trotz Kfz-Ausschluss, da die Tat in ihrer Gesamtheit betrachtet werden muss. Und dazu gehört eben auch die Beschaffung des LKWs mit dem Mord am Fahrer. Hier beginnt ja bereits die Gewalttat, in deren weiteren Folgen die vielen Opfer zu beklagen sind. Den Kfz-Ausschluss jetzt zurückzunehmen, macht in Kenntnis der Härtefallleistungen nach dem OEG, die möglich sind, momentan keinen eigenen Sinn. Wo etwas verbessert werden kann, werden wir es tun. Wo zu wenig finanzielle Ressourcen bereitgestellt werden, werden wir dies aufstocken. Sie gaukeln mit Ihrem, Entschuldigung, auch zu diesem ernsten Thema, aber doch sehr mageren Gesetzesentwurf vor, es gebe einfache Lösungen. Darüber bin ich auch etwas enttäuscht, denn das wird der Würde der Menschen nun wirklich an dieser Stelle nicht gerecht.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Opferentschädigung ist ein sehr komplexes Feld. Das steht doch ganz außer Frage. Wer weiß, sich etwas ausführlicher mit Opferentschädigung befasst hat, weiß, wie schwierig diese Thematik ist. Es gibt sehr viele und sehr unterschiedliche Opfergruppen, Opfer von Gewalttaten, von Stalking, psychischer Gewalt, staatlich angeordneter medizinischer Straftaten in der ehemaligen DDR, aber auch traumatisierte Eltern, von ermordeten Kindern und viele andere mehr. Fest steht, dass sich viele Menschen vom derzeitigen Opferentschädigungsrecht auch nicht hinreichend beachtet sehen. Wir haben dazu oft und ausführliche Gespräche geführt, ich auch als Berichterstatterin für die CDU-CSU-Fraktion, und wir werden uns das soziale Entschädigungsrecht insgesamt ansehen müssen. Dieser Prozess dauert länger als gedacht, aber es wird uns gelingen. Ziel muss es sein, den Opfern zu helfen. Und diesen Anspruch lege ich auch an, wenn es um die Opfer von Terror in unserem Land geht. Es geht um schnelle, möglichst unbürokratische und ausreichende Hilfe. Und eins ist mir auch wichtig: Es sollten Hilfe aus einer Hand oder wie aus einer Hand sein. Es ist mir weiter außerordentlich wichtig, denn wir können nur erahnen, in welchem Ausnahmezustand sich Menschen befinden. Und wenn wir etwas näher an uns heranlassen und uns konkrete Behördengänge und Versicherungsschriftverkehr vorstellen, wird unser Auftrag in diesem Hause sehr deutlich. Ich plädiere daher dafür, dass wir im aktuellen Fall das Hilfesystem wirken lassen. Ich bin momentan der Überzeugung, dass die Hilfe momentan ausreichend ist und dass sie auch wirklich vollumfänglich den Entschädigungsgedanken widerspiegelt. Aber wir sollten auch, und das ist ja auch geschehen, mit Überbrückungsmechanismen und Aufstockungen Verbesserungen herbeiführen und vor allem dann alles das in Ruhe analysieren. In einem weiteren Schritt muss es die umfassende Reform der Opferentschädigung geben. Und ich sage ganz offen, wenn sich bei der Analyse der aktuellen Fälle Handlungsbedarf herausstellen sollte, werden wir auch darüber reden. Gegebenenfalls muss dann das OEG um Sachverhalte erweitert werden und es muss eben an anderer Stelle auch unter Umständen eine Klärung erfolgen. Ich glaube, dass wir insgesamt, und das wäre mir noch einmal wichtig, dass wir über Sicherheitspolitik bei den Maßnahmen für das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nachdenken und in der Anwendung bestehender Gesetze aber auch darüber nachdenken, wie wir letztendlich die Unterstützung auch der Opfer sehr unbürokratisch, sehr schnell und ohne bürokratische Hilfen angedeihen lassen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist Ulla Jelke.